Ja, Gerhard, du bist Klimabotschafter in Steyr und bist da sehr im Radverkehr bei der Radlobby engagiert. Was heißt denn Klimabotschafter für dich? Ja, Klimabotschafter heißt für mich einfach, dass man mit den Gemeinderatsfraktionen, also mit der Politik, mit den Verantwortlichen in Kontakt ist und sie ja, Fragen stellt. Und das ist eigentlich das, was ich schon seit vielen Jahren mache. Und daher habe ich mich auch dann gleich gemeldet für unsere Gemeinde, weil mir das ein Anliegen ist und weil ich viele Hintergründe kenne. Ja, und man da ganz andere Fragen stellen kann, wenn man einfach schon weiß, was die letzten Jahre passiert ist. Ja. Wir haben ja mit Klimawahlen.at in allen 438 oldfashioned Gemeinden die Politiker gefragt, wie sie zum Ziel Klimaneutralität 2040 stehen. In Steyr hast du gut Kontakt mit der Politik gehabt. Was sagst du zu den Antworten der Steyrer Listen? Ja, im Prinzip glauben sie auch die letzten Jahre schon, dass man eigentlich genug tut und dass Gemeinde nicht mehr tun kann. Und überrascht es mich nicht, dass es da eine Zustimmung gibt dazu, dass man das umsetzen will. Ich glaube, es ist auch in einigen Bereichen einiges passiert, wie im Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsmodelle. Da war ich selber maßgeblich auch an der Erarbeitung beteiligt, wie es noch die EGEM-Gruppe gegeben hat in der Gemeinde, wo wir damals eigentlich 2013, 14 angefangen haben, einen Arbeitskreis zu bilden, wo alle Fraktionen vertreten waren und wir da viele Sachen erarbeitet haben und in den Umweltausschuss direkt zugearbeitet haben und da einiges auch passiert ist. Aber leider ist vor einigen Jahren dieser Arbeitskreis dann eingeschlafen, mehr oder weniger wurde er politisch instrumentalisiert und ich habe mich dann aus dem Arbeitskreis auch zurückgezogen und die Leitung abgegeben und seitdem gibt es ihn auch nicht mehr. Leider, und ich habe mich einfach auch auf das Radl-Thema konzentriert, weil da derartig Massives auf uns hereinbricht, quasi wo wir da oberösterreichweit und auch bei uns in Steyr das eigentlich keine Beachtung findet, Radverkehr für den Alltag viel zu wenig und ich mich auf das jetzt fokussiert habe. Ja, na, da gibt es viel zu tun. Wir haben ja auch die Landesparteien befragt, die zur Landtagswahl antreten. Und bei den Gemeindepolitikern hat es insgesamt eine sehr große Zustimmung gegeben zum Ziel Klimaneutralität 2040. Bei den Landesparteien sind die Grünen, die KPÖ und die NEOS dafür. Von ÖVP Oberösterreich, von SPÖ und FPÖ hat es keine direkte Zustimmung zu dem Ziel Klimaneutralität 2040 gegeben. Was ist da dein Eindruck? Ja, mein Eindruck ist, es ist erschütternd, dass man, dass da keine Mehrheit gibt, nicht einmal eine normale Mehrheit gibt im Landtag. Und es spiegelt sich aber auch irgendwie in der Realität, in der Realpolitik wider, dass man glaubt, wir sind eh schon so gut in Oberösterreich, aber wie wir es kürzlich erfahren haben, sind wir das einzige Bundesland, wo wir sogar keine Reduktion erreicht haben die letzten Jahre, sondern Zunahme. Und ja, es ist erschütternd und darum ist es umso wichtiger, da weiterhin dran zu bleiben und die Politik damit zu konfrontieren mit der Realität, damit sie aufwachen und endlich ins Tun kommen. Die haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, die Realität ist ja, man weiß seit Jahrzehnten, was zu tun ist. Seit Jahrzehnten gibt es die Ziele, CO2-Emissionen zu reduzieren. Es gelingt nicht in Österreich, in Oberösterreich auch nicht. Du bist sehr aktiv im Radverkehr als Klimabotschafter. Was gibt dir eigentlich so trotz all dem so die Kraft und die Motivation, da aktiv zu sein? Ja, weil wir trotzdem merken im Hintergrund, den Druck braucht, den wir ausüben und der zeigt auch Wirkung, auch wenn es jetzt in der Umsetzung noch nicht richtig ist, aber er zeigt trotzdem Wirkung, dass sich die handelnde Politik damit beschäftigen muss und das prüfen muss. Und wir sehen es auch als eine Art Beweissicherung. Früher hat es immer geheißen, ja, Ma, das haben wir nicht gewusst. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir gehandelt und wir haben jetzt schon viele Sachen aufgezeigt, muss dann trotzdem nicht gehandelt haben und da kommen sie trotzdem mehr unter Druck, weil wir aufzeigen können, gerade was Radverkehrspolitik anbetrifft im Alltag, hat absolut keine Bedeutung in der Verkehrspolitik aktuell. Das ist erschütternd, dass man dieses Potenzial nicht nützt. Die Freizeit ist, was es in Freizeit ist, nicht schafft und auch nicht angeht, weil es die aktuell an den Rudersverantwortlichen verantwortlichen Infrastruktur in Stadt Linz und auch am Land Oberösterreich einfach
den Radverkehr nicht als Teil der Lösung sehen. Die glauben einfach, bei schlechtem Wetter fahren sie da wieder mit den Öffis, daher baut man auch nicht aus. Und Großraum Linz ist die letzten 6 Jahre radverkehrspolitisch ausgehungert worden, wirklich. Also es gibt viel zu tun, auch ja weiterhin oder noch viel mehr. Ja. Vielen Dank, Gerhard, für dein Engagement und ja, schauen wir, dass wir weiter was losgeht. Dankeschön auch für diese Bemühungen. Ja, danke.